Willkommen zurück an dieser Stelle, Valiant Hearts The Great War. Karl ist auf der Flucht, immer noch, nachdem ihm jetzt in der letzten Folge oder vorletzten der Ausbruch aus dem Lager, aus dem Gefangenenlager in den Französischen gelungen ist. Und jetzt müssen wir uns versuchen, hier durch die französischen Linien an den Franzosen vorbeizuschmuggeln. Dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Sonst geht es augenblicklich wieder zurück und wir haben natürlich ein großes Ziel vor Augen. Es soll zurückgehen nach Saint-Miel, um zu schauen, wie es Frau und Kind geht. Deswegen muss hier alles versucht werden, dass wir Karl hier auch durchkriegen. Es wird also wahnsinnig spannend. Das war knapp. Und da ist es passiert. Da ist es passiert, ein bisschen zu voreilig und schon sind wir in Gewahrsam genommen worden. Muss ja also wirklich ein bisschen aufpassen, wie es aussieht, aber es dürfte uns trotzdem gelingen, hier durchzukommen. Überall wird gesucht, denn nicht nur Karl ist in der letzten Folge ausgebrochen, sondern er hat auch noch jemanden mitgenommen, einen Soldaten mitgenommen, der ihn quasi ein bisschen unterstützt hat, wenn man mal so will. Der wird natürlich auch gesucht. Und die große Gefahr besteht natürlich für die Franzosen hier darin, dass nicht nur die beiden zurückkommen, sondern dass auch militärische Geheimnisse etc. pp. Ausgeplaudert werden könnten. Ob wir dort unterkommen? Oh, schnell weg, schnell weg. Oh je, oh je, oh je. Jetzt aber zügig, sonst geht's schief. Ja, der Weg ist versperrt. Wir müssen dort unten weiter. Mit diesen Äpfeln können wir vielleicht die Soldaten ein bisschen ablenken, wenn es denn funktionieren will. Wenn es funktionieren will. Was? Na, was? Genau. Irgendwie will es nicht klappen. Müsste es aber. Hallo. Ah. Ja, es ist also auch wichtig, die richtige Taste auf der Tastatur zu treffen, wenn hier irgendwas passieren soll. Hier ist nichts wie rein in diese Hütte. Obwohl, eine Hütte ist es ja nicht. Nicht sie weiter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Stehen hier also ziemlich unter Druck. Nicht erwischt zu werden. Und jetzt schnell durch. Ich vermute stark, dass wir die Weinflasche dort oben brauchen. Deswegen würde ich einfach mal schnell eine holen gehen. Hier passiert ja nichts ohne Grund. Ha, und Tatsache. Weiter geht's. Ah ja, und diese Vogelscheuche hier gibt also ein bisschen Schutz, um durch dieses, ja, Feld vorrücken zu können. Sehr schöne Idee. Der Klassiker.
hinter Schäfchen verstecken. Na dann lauft mal, ihr Kleinen. Man möchte kaum atmen. Nomu, Kapitän, hier. Und da sind wir durch. Ab in die dunkle Nacht, die finstere Nacht. Aber nicht mal da ist Karl sicher. Denn hier gibt es Leuchtkugeln, die abgeschossen werden. Ein relativ, oft benutztes Muster, um vor allen Dingen bei Nacht auch die Schützengräben und die sogenannten Niemandslandgebiete, also die Gebiete zwischen zwei Schützengräben, zwischen den feindlichen Schützengräben, zu erleuchten und zu schauen, ob dort nicht im Schatten der Nacht eine, oder der Dunkelheit, dort eine gegnerische Einheit vorrücken will. Also auch das wird hier noch benutzt, um Karl Hindernisse in den Weg zu werfen, aber wir sind anscheinend durch. Da bricht der Mond hinter den Wolken hervor. Und wir laufen, 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 als ob es keinen Morgen gäbe. Und das ist der andere Soldat, den ich vorhin meinte. Den es hier anscheinend erwischt hat. Wilfried. Und es sieht fast so aus, als ob Karl die Erkennungsmarken vertauscht hat. Ja, genau. 15. September 1916. Die blutige Schlacht an der Somme tobte weiter. Etwa 1 Million Soldaten starben oder wurden verwundet. Freddy wurde von den Briten eine neuartige Kriegswaffe anvertraut, die einen bedeutenden Fortschritt in diesem festgefahrenen Krieg darstellte. Doch auch Baron von Dorf setzte auf diese Schlacht, um bei seinen Vorgesetzten zu glänzen. Ja, und während sich Karl dort hinten durch die dunkle Nacht schleicht, sind wir mit Freddy in der Schlacht an der Somme unterwegs. In der Schlacht, in der zum allerersten Mal im großen Stil Panzer wie der hier benutzt wurden. Der britische Panzer. Auch von den Deutschen wurden hier erstmals panzerähnliche Gefährte benutzt. Oh je. Panzerähnliche Gefährte benutzt, die, wenn man eigentlich erstmal so nimmt, nicht unbedingt einen militärischen Nutzen hatten, obwohl die natürlich die Besatzung schützten und mit MGs ausgestattet waren, aber tatsächlich waren die noch so anfällig. Tatsächlich waren diese Panther noch so anfällig, dass viele also auch ausfielen, aber der die moralische Wirkung, die psychologische Wirkung, die war natürlich enorm. Und hier auch Flugzeuge, also Flugzeuge, Doppeldecker oder der Dreidecker von Mantel von Richthofen, die sich also hier, die also auch hier den Himmel als neues Schlachtfeld etablierten. Flugzeuge, die am Anfang vor allen Dingen eher zur Aufklärung genutzt wurden, wurden dann hier also auch wirklich für den Kampf benutzt. Oder auch zum Abwurf von Bomben. Da wurden also auch erste Bomber gebaut. Obwohl dort hauptsächlich noch ein Großteil der Last über Zeppeline abgeworfen wurde, als der Wahnsinn. Wenn man sich das mal vorstellt. Und wir müssen unter Tage. Oh je, jetzt aber schnell hier. Wir müssen diese Stellung hier ausschalten. Jetzt habe ich mich fast ein bisschen wieder verquatscht. Mit den ganzen historischen Geschichten. Jawohl.
Aber wir werden diesem Tommy-Trupp hier auf jeden Fall helfen, durch die Linien zu brechen. Tja, keine Chance. Und weiter geht's. Ja, die Schlacht an der Somme, auch wieder eine der großen Materialschlachten, könnte man so sagen. Die also im Prinzip, wo sehr viele Leute starben, das Video hat sich schon gezeigt. Für im Endeffekt eigentlich nur minimale Geländegewinne. Jetzt runter. Aha, Duell. Mit Oberst von Dorf. Zum Angriff! Was für ein Duell. Oberst von Dorf gegen Freddy. Ja, ich glaube, es sollte uns gelingen. Jawohl. Nach all den Niederlagen und verlorenen Schlachten entzog der deutsche Generalstab Baron von Dorf das Kommando und entfernte ihn von der Front. Für ihn ein Schicksal schlimmer als der Tod. Januar 1917. Immer noch von der Krankheit gezeichnet, bat Emile Anna, nach Saint-Mihiel zu gehen, um seine Tochter zu finden und ihr die traurige Nachricht von Karls Tod zu überbringen. Anna brach sofort auf. Ja, die denken jetzt natürlich, dass Karl tot ist. Klar. Aber Karl ist nur noch 39 Kilometer vor Saint-Mihiel entfernt. Und wie die Flucht weitergeht und ob er seine Familie wiedersehen wird, das seht ihr dann in den nächsten Folgen von Valiant Hearts The Great War. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.